Ein Jäger geht in den Wald und sieht einen Grizzly. Den größten, den er je zu Gesicht bekam. Er legt sein Gewehr an und er schießt. Der Bär fällt. Der Jäger stürzt an die Stelle, aber überraschenderweise ist da nichts. Kein Bär, keine abgebrochenen Zweige, kein Blut. Und plötzlich wirft ihm der Grizzly seinen starken Arm um die Schulter und sagt Folgendes. Du hast es versucht und mich verfehlt. Also, entweder ich fresse dich oder, und du hast die Wahl, ich vergehe mich an dir. Natürlich entscheidet sich der Jäger für das Leben. Ein Tag danach. Der Jäger kehrt zurück in den Wald mit einem viel größeren Gewehr. Und wieder entdeckt er den Bären. Er zielt, schießt. Der Bär fällt. Der Jäger stürmt vorwärts, keine Spur von dem Bären. Auf einmal steht der Bär neben ihm und sagt, du kennst den Deal. Die Demütigung folgt. Am Tag darauf, der Jäger ist wieder im Wald, diesmal mit einer Panzerfaust. Er sieht den Bären, hat ihn kurz darauf im Visier, feuert. Der Rückstoß der Panzerfaust lässt ihn nach hinten fallen. Und er blickt auf, der Rauch verzieht sich und da steht der Bär über ihm, die Arme verschränkt. Die Augen verkniffen, sagt er. Der Jagd wegen bist du gar nicht hier, oder?